Okay, als erstes müssen wir mal schauen. Bewegen die sich? Und die spielen da alle irgendwie ein bisschen rum am Garten. Ich hoffe, die haben jetzt nicht für die anderen oder Augen im Hinterkopf. So. Ja gut, der guckt halt direkt hier drauf. Die Frage ist, gibt es Möglichkeiten, die irgendwie abzulenken, dass sie woanders hingehen? Oh, da kommt auch noch einer da hinten. Also letztendlich würde ich erstmal so rumlaufen. Oh, oder auch nicht. Okay, der läuft. Der kümmert sich um die Pflanze, okay. Auf der Seite haben wir da oben noch einen. Wir können ja mal hier rein. Die Frage ist, diese Tauben. Eine feine italienische Topfpflanze. Okay, was bringt es uns? Die Tauben können wir zwar aufscheuchen, aber... Viel machen können wir nicht. Hier so. Hey, was machen Sie hier? Wache! Wache! Ja, einfach mal testen. Man kann natürlich hier entlang rennen, aber... Was machen Sie hier? Wache! Hey, immerhin, die haben andere Synchro. Wow. Mal keine Wachen, die alle gleich synchronisiert sind. Wieso können wir die Topfpflanzen anschauen? Ah, hier in dem Gitter können wir auch nichts machen, oder? Hier irgendwie? Nee. Hier einmal hin. Eine feine italienische Topfpflanze. Ja, das sagt das Gleiche. Okay. Ah, warte mal, wir haben noch das Brot, ne? Geht das? Ja, das geht. Was bringt es uns jetzt, außer dass die Tauben da sind? Jetzt haben wir sie halt hier alle versammelt, aber... Vielleicht löst das hier nichts aus. Probieren wir es mal hier. Ob der dann da abgelenkt wird. So... Fliegen sie alle darüber? Ich verstehe es nicht. Was kann ich dafür, dass ich Pflanzen liebe? Sieht er uns? Okay, dann hier hin. Okay, der sitzt abgelenkt. Was genau? Ich sehe es nicht. Okay, der sitzt da abgelenkt. Er geht jetzt wieder weg. Ah, die Kameraperspektive ist einfach kacke. So, so ist es besser. Der ist jetzt da und der. Der läuft jetzt zu dieser Pflanze. Oder sie einfach hier an die Tür gehen. Mit Sicherheit nicht. Wir warten mal, bis er an die andere hingeht. Er guckt jetzt darüber, okay. Und jetzt sollte er ja gleich an die da rangehen.
das uns was? Okay, Gut, drin sind wir. Krasse Tür. Die Verkleidung wäre nicht schlecht eigentlich. Wow. Mit dem Balken davor kriege ich diese Tür nicht auf. Opa Stobbart und sein Leistenbruch sind Familiengeschichte. Ich habe keine Lust, es ihm gleich zu tun. Ich höre Schritte nebenan. Oder oben gesagt. Was haben wir hier noch? Hier ist... Ah, können wir nicht nehmen? Hier ist ja gar nichts. Okay. Dann... Wow. Wenn ich diese Tür öffne, bin ich geliefert. Ich darf nicht auffallen. Ja. Okay. Da geht's nicht weiter. Hier ist irgendwas. Nix. So gesehen ist ja überall nix. Toll. Da ist noch eine Tür. Hallo? Tür? Die Tür ist entweder sehr schwer oder abgeschlossen. Ich tippe mal auf Letzteres. Wahrscheinlich. Die da hier? Ach, Volltreffer. Wieder auf, okay. Nobel. Ich bin in der falschen Branche. Und ein interessanter Kunstgeschmack. Okay, das Bild ist sehr auffällig irgendwie. Hui. Eine Kopie von Poussins Die Bundeslade von Aschdott. Das Bild kenne ich noch aus dem Religionsunterricht. Okay, guck mal, das ist schon mal sehr auffällig hier. Und hier dieses Zeichen Engel und sieht aus wie ein Knopf. Die Leichen einer Mutter und ihres Kindes. Ein weiteres lebendes Kind schaut sie an. Einfach schrecklich. Hier, was ist das hier? Die Leichen einer Mutter und ihres Kindes. Ein weiteres lebendes Kind schaut sie an. Einfach schrecklich. Sieht er nicht dieses Dreieck hier? Okay. Gott schlug das Volk von Aschdott mit Verzweiflung. Sie sprachen, die Lade des Gottes von Israel darf nicht bei uns bleiben. Denn seine Hand lastet schwer auf uns und unserem Gott Dagon. Sie stellten die Lade in den Tempel des Gottes Dagon. Am nächsten Morgen sahen die Menschen in Aschdott, dass die Statue Dagons umgefallen war und vor der Bundeslade mit dem Gesicht im Staub lag. Gott schlug das Volk von Aschdott mit Verzweiflung. Ja, verdammt. Sie sprachen, die Lade des Gottes von Israel darf nicht bei uns bleiben, denn seine Hand lastet schwer auf uns und unserem Gott Dagon. Ah, guck mal, hier überall ist es der gleiche Text hier. Gott schlug das Volk von Aschdott mit Verzweiflung. Sie sprachen, die Lade des Gottes von Israel darf nicht bei uns bleiben. Toll, gleicher Text auf den Typen da hinten. Das Bild eines Engels ist unten rechts in den Rahmen des Bildes geschnitzt. Da ist ein Riss rund um seinen Hals. Warum sollte man so etwas schnitzen? In der linken Ecke ist das Bild eines Engels in den Rahmen geschnitzt. Da ist ein Riss rund um seinen Hals. Ich sehe den Riss gar nicht. Aber erstmal können wir hier gar nichts machen, wie es aussieht. Vielleicht haben wir auch einfach den Hinweis nicht, hier irgendwas zu tun. Die Bundeslade von Aschdott. Ein einprägsames Bild. Ich bin nicht hier, um zu lesen. Bücher aus aller Welt zu vielen Themen. Oh, ist das nicht die Erstausgabe von Krieg und Frieden? Okay. Bücher mit theologischem Hintergrund. Seltsam, ich finde hier keine Ausgabe der Bibel. Oh, wartet mal. Geht das hier? Was ist das da oben? Das ist nicht richtig so. Okay. Eine Schublade. Eine leere Schublade. Können wir jetzt alle sechs aufmachen? Oder nur die oberen? Nein, wir können alle aufmachen. Okay.
Ich muss schon sagen, sehr sauber. Ernsthaft? Das war jetzt Glück. Auf der Vorderseite der Akte steht Anna Marias Name. Oh. Ich glaube, da kommt jemand. Was haben Sie hier zu suchen? Bürobedarf, Routinekontrolle. Wollte nur sicher gehen, dass es keine Probleme mit den Schubladen gibt. Was? Monsignore Devlin! Aber die hier scheinen ja tipptopp zu sein. Gut, möchten Sie unseren Kundendienst bewerten? Ihr habt gerufen, Euer Eminenz. Begleiten Sie diesen Herrn zur Straße. Ich glaube, er hat sich verirrt. Oh, eine Sache noch. Was wissen Sie über Anna Maria? Was? Bringen Sie ihn raus, jetzt! Und schließen Sie die Türen ab, damit sich sowas nicht wiederholt! Hm. Ah, Pater Gregor. Eminenz, ist er... Ein Sturm im Wasserglas, Pater. Bürobedarf. Was Besseres ist Ihnen wohl nicht eingefallen. War schwach, was? Was sind Sie? Ein Journalist? Rechtsanwalt. Und Ihre Beziehung zu dieser Anna Maria? Ich kenne sie aus New York. Ein paar Leute wollten sie umbringen. Außergewöhnlich. Ich weiß. Die Mafia, man glaubt es nicht. Nun ja, es heißt, sie würde hier arbeiten. Erzählen Sie es ihm, Monsignore. Anna Maria gehörte zu unserem Orden. Sie arbeitete in der Bibliothek. Vor 2 Jahren stahl sie einige Manuskripte und verschwand. Der Skandal wurde vertuscht. Der Kardinal war außer sich. Er schwor, sie zu finden und vor Gericht zu bringen. Sein Zorn ist entsetzlich anzusehen. Ja, mehr als entsetzlich. Wir befürchteten immer das Schlimmste. Das arme, fehlgeleitete Kind. Aber wir können uns hier keinen Skandal leisten. Hier, meine Karte. Aber bitte, keine Öffentlichkeit. Verstehe. Auf Wiedersehen, Pater, Monsignore. Jetzt verstehe ich langsam, was da vorgeht. Und Anna Maria war zumindest offiziell keine Nonne, als wir... Wird Zeit, zu Nico zurückzukehren. Hm. Okay. Sehr interessant. Hey Nico, ich habe was über Anna Maria herausgefunden. Wirklich? Nun, sie ist keine Nonne, zumindest nicht mehr. Zu diesem Schluss bin ich auch gekommen. Wäre schon seltsam, eine Nonne mit einem ganzen Regal voller Bücher über Teilchenphysik. Wir können doch bestimmt noch über mehr Sachen reden. Hey Nico, kannst du mir gerade helfen? Wobei denn, George? Was? Okay. Mehr geht hier nicht? Gut, ich habe die Nummer. Vielleicht können wir den Typen anrufen. Ach nee, wir haben nur eine Karte. Was passiert eigentlich hier? Die von Ihnen gewählte Nummer ist nicht mehr erreichbar. Hm. Okay. Hier. Die Karte, die mir Pater Gregor gegeben hat. Ja, mehr geht nicht. Hä? Das mache ich nicht. Okay. Hä? Was soll das uns sonst bringen? Das Ding bietet nur wenig Potenzial. Damit kann ich nicht viel anfangen. Das ist die Frage, ob wir hier in der Wohnung auf einmal mehr haben. Irgendwer hat die Dusche ausgemacht, die wir angelassen haben. Tja. Dann können wir ja gehen, wenn hier nichts weiter ist. Zumindest habe ich keinen Grund mehr hier zu bleiben. Vielleicht können wir hier nochmal einen Besuch abstatten. Das Paketchen interessiert mich. Ach, diese Handschuhe, ey. Oh, hallo. Fühlen wir uns schon wie zu Hause? Es ist wunderbar, danke. Ansteckend, die römische Lebensart, was? Exakt. Was kann ich für dich tun? Mark, kann ich dir ein paar Fragen stellen? Schieß einfach los, George. Das ist ja wohl so deine Art.
Dein Telefon klingelt, Kollege. Na, Mark, hast du deine Rostlaube wieder sauber bekommen? Himmel, was für eine Strapaze. Ich weiß nicht, was diese Vögel gefressen hatten, aber es stank schlimmer als Archie. Und die Sauerei. Ich wusste nicht, dass es so einen Grünton überhaupt gibt. Du meintest, du hättest ein Paket für Anna Maria. Soll ich es an mich nehmen? Bin ich verrückt oder was? Warum sollte ich dir Anna Marias Post geben? Sie lässt uns doch sogar in ihrem Apartment wohnen. Der Brief ist vom Vatikan. Da könnte heikles Material drin sein. Willst du mich nicht auf das Paket aufpassen lassen? Ich öffne es auch nicht. Klar, und Sünden vergibt der Teufel. Willst du mich nicht auf das Paket aufpassen lassen? Ich öffne es auch nicht. Klar, und Sünden vergibt der Teufel. Hast du Anna Maria gesehen seit unserem letzten Treffen? Nein, aber sie war immer recht verschlossen. Ja, ich weiß, was du meinst. Danke, Soldat. Jederzeit, Mann. Jetzt probiere ich mal das hier. Ich glaube, es ist an der Zeit, dir ein Geheimnis zu verraten, Mark. Oh, George, ich wusste es. Keine Sorge, Onkel Mark, kannst du alles erzählen? Ich arbeite für den internen Ermittlungsdienst des Vatikans unter dem Tarnnamen Pater Gregor. Hier, meine Karte. Aber du bist doch Amerikaner. Mag sein, aber ich bin gut ausgebildet. Meine Güte. Du musst mir vertrauen und helfen. Es ist von allerhöchster Wichtigkeit. Ich arbeite für die Spitze, verstehst du, Mark? Du meinst? Ja, ich meine... Die große Weißwurst? Genau die. Willst du zu seiner Mannschaft gehören, Mark? Ja, ja. Ich habe mein ganzes Leben dafür trainiert. Achso, ich dachte, da passiert noch was. Hallo mal wieder. Hi, Mark. Jetzt, wo du weißt, dass ich zum internen Ermittlungsdienst des Vatikans gehöre, kann ich doch bestimmt das Paket für Anna Maria haben. Steht sie unter Verdacht? Das ist geheim, Mark. Aber wenn es eine heikle vatikanische Sendung ist, sollte sie zur Sicherheit in meiner Nähe sein. Verstehe. Bitte sehr. Danke, Mark. Ich habe Freunde an höchster Stelle und die werden deine Unterstützung zu würdigen wissen. Du meinst doch nicht etwa... Sehr hohe Stellen, Mark. Die allerhöchsten. Oh. Oh. Danke, Mark. Jederzeit. Okay, was mich jetzt auch noch interessiert ist, wieso ist dieser Stift hier? Da ist ein Bild von einer Katze drauf. Ich bin verwirrt. Ich meine, das ist der gleiche Stift wie der hier. Ich habe diesen Stift neulich gefunden. Sagt dir das Symbol was? Gütiger Gott, nimm ihn weg! Ich kann in Gegenwart einer Dame nicht über sowas reden. Dame? Ach, du meinst Nico. Keine Sorge, die ist ein halber Kerl. Das bezweifle ich sehr. Nein, ich sage nicht, solange sie in Hörweite ist. Gerade wenn's interessant wird? Auf keinen Fall. Ach komm schon. Hey Nico, kannst du mir gerade helfen? Wobei denn, George? Toll. Jetzt muss ich... Oh, kann die nicht einfach weggehen? Das ist nicht der richtige Weg. Hallo mal wieder. Hi Mark. Danke, Mark. Jederzeit. Ich gehe mal davon aus, wenn wir es nochmal probieren. Also diesen Stift, den hab ich... Ich sagte schon, ich kann über sowas nicht reden. Es gibt sowas wie Gleichberechtigung bei Gesprächen. Schon mal gehört? Okay, das klappt wohl nicht. Schade. Die Tür geht wieder zu. Ein einfaches braunes Päckchen mit Anna Marias Namen und Adresse. Es ist nur eine einfache DVD drin, ohne Beschriftung oder Zettel. Dann nutzen wir doch mal ihren Rechner. Lol. Einmal durch die Tür greifen. Mal sehen, ob auf der DVD was drauf ist. Wäre komisch, wenn nicht. Und gerade wenn man denkt, Diamanten wären der letzte Schrei, ist es vielleicht an der Zeit, an Gold zu denken. Nein, nicht die Art Gold, die man um den Nacken seiner Liebsten legt. Wir reden von einatomigem Gold. Wir schalten jetzt live nach Phoenix in Arizona. Susie, bist du da? Angie, ich bin hier in der Wüste mit Ronald Maynard, einem bemerkenswerten Mann mit einer Erfindung, welche die Menschheit verändern könnte. Worum geht es denn, Mr. Maynard? Was? Oh ja,
Schon als Kind interessierte ich mich für alchemistische Mythen. Sie wissen schon, Blei in Gold verwandeln und so. Darum wurde ich Chemiker. Na egal, es war so ungefähr vor 3 Jahren, als ich nach Kristallen suchte und dieses Pulver fand. Ein weißes Pulver, das irgendwie komisch... Also, es war nicht... Wissen Sie, es war Gold. Aber es wog nicht viel, es war leicht. Ich experimentierte mit ihm und es war Gold, aber nicht so wie das, was wir kennen. Man konnte es etwa benutzen, um zu fliegen oder um Wunden zu heilen oder zu projizieren, vielleicht in andere Universen. Wissen Sie, die Ägypter schrieben darüber, über das Mana vom Himmel. Erinnern Sie sich? Na egal, wir haben es jetzt. Und ich habe das Labor, das es herstellt. Tonnenweise. Und ich möchte es der Welt geben. Wow, das ist ja toll. Sie, Mr. Maynard, wollen diese wundervolle Substanz der Menschheit also zum Geschenk machen? Was? Sind Sie verrückt? Natürlich nicht. Davon habe ich nichts gesagt. Ich verkaufe es. An den Meistbietenden. Was ist nur mit euch los, ihr verdammten Reporter? Nie könnt ihr vernünftig recherchieren. Ihr und eure Oh, wie schade. Wir haben wohl gerade die Leitung verloren. Also, Susie, viel Spaß noch da draußen in Arizona. Bis nächste Woche und pass auf dich auf. Also, wir haben einen Ort in Phoenix, wo komisches Gold hergestellt wird. Warum sollte das jemand an Anna Maria schicken? Das hängt wohl mit ihren Büchern zusammen, George. Geologische Gutachten über Phoenix, Bücher über Metallurgie. Anna Maria fliegt also oft nach Phoenix und interessiert sich für einatomiges Gold. Verstehe ich nicht. Die Antwort liegt wohl in Phoenix, George. Du meinst, wir sollten dahin, ins Labor? Ich gehe hin. Und wenn sie da ist? Bestelle ich ihr gesegnete Grüße von dir. Sorry, George, konnte ich mir nicht verkneifen. Ich fahre direkt zum Flughafen. Was machst du? Nach Hinweisen suchen, mit Leuten reden, sowas in der Art. Sei vorsichtig. Wir bleiben in Kontakt. Warte, diese Fabrik in Phoenix ist vielleicht gesichert. Ich habe hier ein cooles Hacker-Tool. Beeindruckend. Warst du auf der Abendschule? Man muss mit der Zeit gehen, Nico. Verstehe. Halt dich von Nonnen fern, während ich weg bin. Billiger Scherz, Nico. Bye, bye. Okay, so gesehen trennen sich hier die Wege. Ah, jetzt haben wir natürlich sie weg. Jetzt können wir auch mal hier den Kollegen fragen, was es jetzt endlich mit diesem Stift auf sich hat. Ah, sehr merkwürdige Sache. Ich finde es auch komisch, dass bei ihm ständig das Telefon klingelt. Hallo mal wieder. Hi, Mark. So, jetzt wo sie weg ist, was kannst du mir über den Stift sagen? In Gegenwart von Damen redet man nicht über sowas. Hast du denn keine Manieren? Oh, doch. Ich benutze sie nur immer seltener heutzutage. Der Stift stammt aus dem Massagesalon zur Schwarzen Katze in der Altstadt. Es ist ein Club für den Klerus des Vatikans. Ein Club für Kleriker? Ja, genau. Selbst Priester müssen ja mal entspannen, oder? Oh, ich verstehe. Diese Art von Entspannungsclub. Bist du auch Mitglied? Jeder, der hier was auf sich hält, ist Mitglied der Schwarzen Katze. Aber warum sollte dann Anna Maria einen ihrer Stifte haben? Woher soll ich das wissen? Okay, können wir noch drüber reden? Hallo mal wieder. Hi, Mark. Du gehst also gerne mal in die Schwarze Katze. Nach einer anstrengenden Chorstunde gibt es nichts Besseres, als sich bequem hinzulegen, eingeölt und massiert zu werden. Glaube ich. Wer geht sonst noch dahin? Also ehrlich, ich petze doch nicht. Und wie finde ich dahin? Der Club ist in der Altstadt. Die Chiasso delle Singare runter. Nicht zu verfehlen. Kommen in die Schwarze Katze nur Geistliche rein? Nein, nein. Aber bei den ganzen Besuchern in der Stadt... sind sie im Moment sehr streng bei der Aufnahme neuer Mitglieder. Man will keine Menschenmenge, wenn man mit Öl rummacht, was? Genau. Und wo sollte der Klerus auch hin? Okay. Danke, Mark. Jederzeit. Ich glaube, wir haben ein neues Ziel. Also hoffe ich zumindest. Ich überlege gerade noch, wo wir den Stift nochmal leer hatten. Aus dem Hotel damals, oder? Oh, er ist weg. Okay. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was es mit dem Kerl hier auf sich hatte. Ist er wirklich das, was er zu scheinen scheint? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, ich gehe in den Massagesalon zur schwarzen Katze. Chiasso delle Zingare. Da sind wir doch richtig. Okay. Wahrscheinlich hier unten. Ja, gut. Ist schon sehr auffällig, dass da so ein Typ steht. Und das hier natürlich. Nur für Mitglieder, kapisch? Dieser Club ist nur für Mitglieder. Nette, fromme Leute. Da bin ich doch genau der Richtige. Mitgliedschaft ist abgelaufen, klar? Oh, wie schade. Ich habe gehört, die Massagen hier wären was ganz Besonderes. Da hat man dir was Falsches erzählt. Das ist ein ruhiges, heißes Dampfbad für ruhige, fromme Leute. Dieser Club ist nur für Mitglieder. Nette, fromme Leute. Autsch, aua, Notfall. Mein steifer Nacken macht mich wahnsinnig. Lass mich schnell rein. Kein Mitgliedsausweis, kein Einlass. Aber mein steifes Genick. Kann ich mal eben brechen, wenn du... Ich meine, tut mir leid, da frage lieber deinen Arzt oder Apotheker. Dieser Club ist nur für Mitglieder. Nette, fromme Leute. Können wir ihn den Stift, aber es wird wahrscheinlich nicht bringen. Das klappt doch nicht. Ja. Okay. Mal hier eben einfach runterspringen, das wird auch nicht gehen. Ich gehe mal davon aus, hier wird wieder die alte Frau, die Frau da kommen. Pronto? Ja, natürlich. Verzeihen Sie, wissen Sie etwas über die schwarze Katze? Ja. Dieser Mistkater pinkelt immer auf meine Wäsche. Wenn Sie ihn sehen, drehen Sie ihm den Hals rum, ja? Ah, okay. Kommt hier hinten noch was? Eine Baustelle. Und eine Tür. Okay, hier ist also auch noch was. Können wir an der Baustelle hier irgendwas machen? Laut Kameraführung nicht. Na, hier wird wohl nichts sein. Und die Tür ist doch bestimmt abgeschlossen hier, oder? Brandschutztür. Kein Griff auf dieser Seite. Okay, vielleicht auch später die Fluchttür. Hier gibt's auch nichts zum Hochklettern, oder? Wüsste eh nicht, was es mir bringen sollte. Okay. Hier ist nichts. Ah, das wollte ich nicht. Okay. Ich habe so ein Gefühl, als hätte ich da noch was zu erledigen. Kann natürlich auch sein, dass wir nochmal zurück müssen und dem Kollegen hier irgendwie seinen Ausweis wegnehmen, klauen. Wäre eine Option. Was anderes würde mir jetzt auch spontan nicht einfallen. Schauen wir mal.